Folge 40 von Majora's Mask. Und die Kiste oder die Fee zu holen war relativ simpel. Ich habe die Felspalmen bis hier gespürt. Ja, Gott sei Dank hat es keiner gesehen. Einfach als Sora rein gegen Schwimmen gut ist. Genau, nur etwas besser gegen Schwimmen, als du das vorhin probiert hast in der letzten Folge. Genau, das heißt, wir haben jetzt was? 9 Feen? Glaube ich. Nee, 9. Jetzt sind es 9. Die habe ich uns schon letzte Folge angedichtet. Genau. Und nach dieser Mutmaßung habe ich natürlich gleich gedacht, kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. So, jetzt brauchen wir also noch 6 Feen und wir müssen den Boss besiegen. Genau. Ansonsten müsste eigentlich alles fertig sein, oder? Oder müssen wir noch was machen? Müssen wir noch irgendwas umleiten? Oder Feen suchen und sonst? Nee, Feen suchen und Boss. Oder? So, hast du denn eine Idee, wo die denn alle sein können? Weil ich meine, wir waren jetzt ja in diesem Dungeon schon an ziemlich vielen Orten und haben noch nicht alle Feen. Also mein kleines Anfänger-Noob-Gehirn sagt mir, da ist irgendwas falsch. Verstehe ich was. Ja, nee. Also müssen wir an Orte nochmal zurück, wo wir schon waren? Es könnte sein. Ich weiß es nicht wirklich genau. Und ach so. Hier ist eine Fee? Ja, stimmt. Kannst du ja hier vom Rohr aus machen. Ja, muss man auch. Genau. Und dann fehlen noch 5. Also es könnte in der Eingangshalle nochmal sein. Da war... Haben wir da gleich was verpasst? Oder? Blöder Winkel. Blöder Winkel. Auch nicht besserer Winkel. Es wird auch nicht besser, wenn man höher geht. Nee. Ah, wobei? Doch, ein bisschen. Na, die kommt immer hoch und runter. Nein! Ja. Top. Gerade noch so. Schicke Sache. Hm. Ach, da auch schon der Boss. Da ist schon der Boss. Wer ist hier der Boss? Anscheinend er. Ja. Echt 5 Feen, also jetzt noch 1 oder 2 wären oder so. Hätte man gesagt, ja. Hm. Haben wir vielleicht irgendwo in einem Raum eine? Ah, hier sehen? Ist noch eine. Ah, okay. But where? Where is this little beach? I don't know. Ich bin Mario. Hey, green Mario und Mario. Mama, why you don't call me with my name? I don't know, Green Mario, I'm so sorry. Das ist so gut. Da ist sie. Wirklich? Ja. Also okay, die sind jetzt nicht so versteckt, wie man denken könnte. Die Feen. Oh, schön. Beim Zurückkommen mit dem Bumerang noch mitgenommen. Hm. Ja, dann... Also wenn hier jetzt nur noch Aufladen ist für den Boss... ja, dann tut's mir leid, Leute, aber Sammlertrieb und so. Dann müssen wir wohl nochmal zurück. Hast du die jetzt schon gesammelt hier? Nee, ne? Du bist jetzt gerade nur so dran vorbeigeflogen. Ja. Wieso hast du jetzt die Fee nicht mitgenommen? Weil die Strömung mich mitgerissen hat. Warum bist du so scheiße? Sammel doch bitte die Fee ein, wenn wir sie schon haben. Okay. Mann, jetzt geh hier mal hoch, ich will wissen, ob hier eine Fee ist. Also für alle, die erwartet haben, dass Folge 40 in irgendeiner Form spektakulär, episch oder besonders wird, nein, wir werden jetzt einfach nur eine Folge lang Feen suchen. In Folge 40. Finde ich gut. Wenn ich eine Fee wäre, wo würde ich mich verstecken? Dennis. Kannst du dich dafür irgendwie rosa anziehen, damit ich mir dich da besser, würde ich mich verstecken. Besser vorstellen kann? Also wie das jetzt funktioniert. Ja, bist du begeistert? Ja, durch 100 Meter Wasser mit einem Pfeil durchschießen. Ja, das sind sehr dünne und sehr schnelle Pfeile. Mhm. So, Feen behalte ich mal. Ich will gucken, ob hier noch was ist. Ist die Fee jetzt schon zu uns geflogen? Die fliegt jetzt zu uns langsam, aber... Ach, da ist... Okay. Wollte schon sagen. Super, Nummer 11. Ja, dann müssen wir leider wohl nochmal... Also eine weitere wissen wir ja noch, wo sie ist. Die hängt da ja immer noch unten rum. Genau. Das heißt, es fehlen noch 3. Kann ich da hinten hoch? Willst du die nicht vielleicht erstmal holen? Die unten? Welche? Na, die, die du jetzt... Zum Boss haben? Ja. Nee. Okay, machst du dann später. Genau. Wir müssen ja eh zum Boss. Das wird jetzt den Zuschauern nur Zeit kosten. Das
war dir bisher auch immer egal. Nee, ich habe es immer probiert, so effizient wie möglich. Oh Gott, das, wenn du den Satz nicht gesagt hättest, hätte man vielleicht noch annehmen können, dass du einfach nicht drüber nachgedacht hast, dass du immer so lange brauchst. Bei also okay, so effizient wie möglich stimmt halt nicht, weil ich hätte mir dann vorher Walkthroughs angucken können, dass es alles so schnell wie möglich lief. Ich habe es so effizient wie möglich, wie es meine Erinnerung zulässt. Och komm, Fabian! Sag nichts über Effizienz und spring dann ständig an derselben Stelle daneben. Nee, es war die andere Seite. Das ist alles so unschön. Ist es nicht, Dennis? Mir geht halt langsam dieser Tempel auf den Sack. Ja, okay. Bisschen. Fabian, das machst du jetzt mittlerweile absichtlich. Ich krieg das schon mit, wenn du sowas mit Absicht machst. Ja, echt? Alter. Sieht doch blinder mit Krückstock, dass du da immer das falsche Timing hast. Okay. Warte halt einfach mal minimal länger. Nee, ich geh einfach die Leitung. Oder so. Ich hätte es wirklich nicht mit Effizienz sein sollen. Das war falsch. Das war ganz falsch, das zu bringen in dieser Situation. Ja. Die Leute werden dir das nicht einfach so vergessen. Nicht durchgehen lassen? Nee. Das so Leute, jetzt wäre es eigentlich irgendwie geiler, wenn wir wissen, mit Eis gehen würden. Wo seid ihr, kleinen Scheiße? Oh Mann, ey, ich will jetzt hier einfach... Nörgel. Wo willst du denn jetzt überhaupt hin? Na, jetzt muss ich leider... Okay. Bevor ich was Dummes mache. Guter Anfang. Ja, ja. Ich wollte jetzt die Wasserdrehung wieder ändern, so wie sie am Anfang war, um in die Initialräume zu kommen. Ja. Aber es könnte sein, dass man in die Räume so oder so reinkommt. Ohne. But how? Ohne die Drehung zu ändern. Wir sind doch in diesen einen Raum eben gewesen. Ja. Durch den wir dann schnell in den Raum mit dem Boss gekommen sind. Ja. Und durch den Raum, also ich meine den mit den drei oder vier Wasserrosen, wo du drauf stehen konntest. Und das war ein Raum, den man sowohl in dieser Drehung als auch in der anderen Drehung betreten konnte. Mhm. Das heißt, man könnte durch den vielleicht als Hub auch in die anderen wieder rein. Wir probieren das jetzt und wenn nicht, ersparen wir euch die nächste Folge, in der ich dann alleine durch den Tempel renne. Genau. Fabian zieht dann jetzt übrigens hier bei mir ein und macht diesen Tempel einfach über Nacht, während ich irgendwas Spaßiges mache. Ja, ohne den Fernseher. Ja. Wieso? Den Fernseher kannst du ja benutzen. Ich spiele auf dem Computer. Oder stellst mir einfach die Wii U so ein, dass ich auf dem kleinen Touchpad mit dem N64-Spiel auf Touchpad spielen kannst. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, technisch. Ach Dennis, ich glaube an dich. Du bist doch technisch so versiert. Bin ich. Und du hast da so ein bisschen Honig um. Aber ich muss ich mir abwischen. Also. War geplant. Ja, ich habe die ganze Zeit Angst, dass du da wieder irgendwo runterfährst. Und das Geile ist, wir sind jetzt aus diesem Raum raus, unverrichteter Dinge und gehen da rein, wo ich eh die ganze Zeit reingefallen bin. Ist das nicht großartig, denn? Yay! So viel Spaß für dich, gell? Von Gütersloh nach Bissab. Du hast mich auf jeden Fall bald so weit, dass ich aufgebe. Echt? Ja. Cool. Also ich werde dann jetzt ins Bad gehen und mir eine Badewanne einlassen und mir die Rasierklingen rausholen und dann ist längs, es nicht quer, ne? Ja. Quer ist ein Hilfeschrei. Quer ist ein Hilfeschrei, längs ist effizient. Ja. Längs ist I get the job done. Shit! Moment. Okay. Bevor wir jetzt den gleichen Fehler wieder machen. Ploink. Ploink. Und gehen dann ein bisschen weiter weg, dass wir gleich unser Schwimmstil ziehen können. Okay, und jetzt kannst du auch ein bisschen besser zielen. Und dann, dann haben wir Nummer 12.
Da wollte ich rein. Danke. Genau, jetzt wolltest du in den... Nee, ich wollte da hoch. Na, das ist... Das ist nix. Das ist nichts. No, na, no, Fabian, no, na. Das ist nix. War hier noch vielleicht was? Oh, das sieht gut aus. Da sind so zwei, drei Dinger. Zwei. Lustige. Aber die haben wir doch nicht verpasst vorhin. Wir sind doch hier auch mehrmals hoch und runter. Hier ist eine Fee. Ich habe auch keine, aber. Whatever. Genau, whatever floats your boat. Und alles erstarrt zu Eis. Wir sind auf die linke Seite, glaube ich, nicht gegangen, sondern gleich durch die Tür. Möglich. Und da ist ja auch noch was. Möglich? Nee, nicht nur möglich, es ist so. Denn es ist. Stimmt, hier bist du ja drauf rumgehüpft und bist dann sofort runtergefallen. Weil du das nicht eingefroren hattest beim ersten Mal. Ich erinnere mich dunkel. Das war lustig. Moment, ich bin gerade verwirrt. Inwiefern? Na, weil ich an die Truhe da oben wollte. Und wieso gehst du jetzt schon? Ja, die ist ja jetzt rechts von mir. Aber ich wollte auf die, die hinter mir ist auf der Karte, also quasi irgendwo da. Ja. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Ne? Okay. Unsichtbar. Oh. Sehr schön. So. Sehr gute Idee. Also, weiß ich nicht, aber... I like that. No, not unsichtbar. Unter mir? Ja, kann ja eigentlich nur. Über dir sieht es jetzt nicht gerade truhentechnisch. Das stimmt, aus. Aber gucken wir mal, ob da vielleicht irgendwie so ein Fee ist. Nee, da ist eine Truhe. Ja, guck mal da hinten, oder? Da müsste doch die Truhe dann sein in diesem... Genau. Ich frage mich bloß, wie man da hochkommt. Das weiß ich auch nicht. Ich wollte nur mal drauf zeigen und sagen, guck mal, da ist es bestimmt. Ja, und da hast du recht, denn. Sehr gut. Guck mal da, Truhe. Vor allem, das war eher dann eigentlich der normale Weg, oder? Ja. Schon auch. Okay. Dann mach mal hier doch mal ein bisschen Trixie. Trixie, Trixie. Hier Tricks. Mittig irgendwie kommt man da vielleicht. Ja. Kann man sich da ja irgendwie hochziehen? Guck mal, das ist genau, doch cool. Und dann mit dem Enterhaken. Ja, das ist doch dann ganz easy peasy. Japanese. Itzy pitsy. Bams! Schön. Und noch eine? Ja! 13. So mag ich's. Fehlen noch DOS. DOS. Nicht Windows oder Microsoft DOS. Hast du oder kennst du Epic Rap Battles of History? Natürlich. Ich finde das sehr schön mit Bill Gates und Steve Jobs. Genau. Wer nennt so schon seine Firma nach seinem Penis? Ja. Klein und weich. Ja. Ist richtig. Aber wer ist schon tot, während der andere noch lebt? Oh, Mist. Verloren. Ich würde ja gerne den Steve Jobs Film sehen, der jetzt seit ein, zwei Wochen, glaube ich, also seit einer Woche im Kino kommt. Ich weiß, in den letzten Jahren gab es irgendwie gefühlt jedes Jahr einen Steve Jobs Film. Ja. Also so wichtig war der Mann nur auch nicht, dass man da so viele Filme drüber machen muss. Aber ist nun mal Promi und deswegen finden Leute das halt interessant. Aber der Film ist halt mit Michael Fassbender und der spielt ihn, glaube ich, ziemlich gut. Michael Fassbender spielt ja sowieso alles an die Wand, der Typ ist ja... Ja? Naja, das ist ja aktuell so der Schauspieler, dem, glaube ich, die Menschen vertrauen am meisten. So ist es. Dem Schauspieler, den die Menschen vertrauen. Ja, aber es ist echt witzig so, egal wo du denkst, wen könnte man dafür besetzen, dann ist immer, ah, sie haben einen gefunden, der es machen wollte, Michael Fassbender. Ja, stimmt, das ist genau der Richtige dafür. Das ist bei jeder Rolle irgendwie. Also Mahatma Gandhi. Ja, so von so mittel lockere Rollen bis zu so ganz düsteren, tragischen, kann er alles. Okay. Ich meine, der ist jetzt kein Comedy-Schauspieler, das ist schon klar, aber so von so X-Men bis jetzt, was hat er gerade gemacht? Macbeth? Kann er alles spielen. Okay. Ja, kann er einfach alles. Und nächstes Jahr Assassin's Creed, ne? Im Sommer.
Der Uwe Wolfel? Nee. Es gibt keinen Uwe Wolfel. So ist das gut. Der 100 Millionen Dollar Universal Film oder so. Ich weiß nicht, wer den macht, Paramount, glaube ich. Ich bin da immer noch zwiegespalten. Ich freue mich voll drauf, aber da kann so viel schief gehen. Ja, es kann unendlich schief gehen. Ich hoffe, dass sie so von der Qualität her halt, was wir ja schon vor 2-3 Folgen gesprochen hatten, an Prince of Persia rankommen, weil es ja auch thematisch sehr ähnlich ist. So. Hm. Eine Action-Adventure-Reihe, so mit Klettern, Historien, Umgebung und so und dann und einem guten Charakterdarsteller als Hauptcharakter. Damals halt Jake Gyllenhaal, jetzt Michael Fassbender. Also da kann schon was bei rauskommen. Aber es kann halt auch ganz, ganz furchtbar werden. So. Ja. Hast du denn eine Idee, wo die zwei sind? Also erstmal will ich gerne wissen, wo die Truhe ist. Genau, weil es ist noch eine Fee hier und eine Truhe, die wir nicht geöffnet haben. Das ist, könnte möglicherweise zusammenhängen. Richtig. Und die Truhe soll halt genau hier sein. Ja. Da ist sie aber nicht. Da ist sie aber nicht. Und ein Stock unter uns gibt es halt auch nichts, weil da massiv Stein ist. Also müssen wir irgendwo ganz viele Leute töten. Ist das so, ja? Ist das immer deine Lösung? Mhm. Klappt doch meistens echt. Ich finde meine Truhe nicht. Ich muss Leute umbringen. Ja, vielleicht erscheint sie dann. Es war immer blöd, als du in der Grundschule vergessen hattest, deine Brotbox mitzunehmen von zu Hause, ne? Oh, das Massaker von 89. Das war richtig schlimm damals. Na, deswegen mussten sie auch die Mauer wieder öffnen, um die Bevölkerung zu beruhigen, damit genau. Sie einfach mehr Platz haben, um abzuhauen. So, da unten ist wirklich nichts. Nee. Scheiße, ist das. Scheiße. Ja, dann machen wir einfach die Fische noch kaputt. Gucken wir mal. Meinst du jetzt vielleicht, wenn alle Fische tot sind? Ja. Ist meine einzige. Ja, gibt ja manchmal so eine Trigger, aber. Ist natürlich ein bisschen langweiliger Trigger. Nein. Na, das ist meine. Die kommen da immer wieder. Scheiße. Was sagt ihr? Oh, haben wir wieder eine Folge super gut in den Boden gehauen? Ja. Das vor allem wir. Folge 40. Also ich meine nicht, dass ich es jetzt besser gekonnt hätte, aber ich würde das Spiel ja auch gar nicht spielen, wenn du nicht wärst. Also insofern ist das schon okay, dass du dich zu Affen machst. Okay. Ja, Leute. Würde ich sagen, wir gucken mal, wo wir die zwei Feen noch finden und dann gibt es nächste Folge. Bosskampf. Bosso, genau. Ja, das tut uns leid, weil es nicht die spektakulärste Folge ist. Ja, aber also mir tut's wirklich leid. Ich habe gedacht, wir könnten wenigstens die 15 noch sammeln und dann relativ schnell zum Boss. Genau. Ja, na gut, dann machen wir dann nächste Folge mit dem Boss. Aber genau. Dann ganz sicher. Bis dann. Macht's gut, tschüss.